Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Platin. Wir haben einen Gast dabei, erneut. Hallöchen. Wer bist du denn? Ja, ich bin Hina Baresk oder auch Hina einfach nur. Interessiert eigentlich. Und du hast mich gerade so gesehen gezwungen, damit zu machen. Das ist Verleumdung. Das ist alles gelogen. Das ist die Wahrheit. Sie lügt, also. Achtet gar nicht darauf, was sie sagt. So. Oh, Zertrümmerer. Was er sagt. Los vor einem Opfer. Bam. Ach, sie kennt ja noch gar nicht alles, also das ist mein Team. Ja, das Plipprin ist nach ihr benannt. Fröhlich. Vor einem Opfer. Immer wieder. Der Name passt doch, oder? Irgendwie schon. Obwohl kann sechs mehr danken. Ja. Obwohl ich Bidifast benutzt habe, um Dingens zu fangen. Giratina. Am ersten Mal. Na toll, Lebel. Du darfst ihn lesen. Ach egal. Es ist bei mir noch nicht angekommen. Ja, dann mach's ich halt. Du kennst ja gar kein Adressbuch dein eigen. Wow. Wie bizarr, da gibt's im Keller des Pokémon-Händlers doch eins umsonst. Oh. Es gibt in diesem Jubelstadt hier offenbar keine dunklen Gestalten. Meine Nachforschung werden mich nur an andere Orte bringen. Aber liebes befreundetes Wesen, halte die Augen auf. Und komische Objekte können jederzeit auftauchen. Man muss gewappnet sein. Boah. Der Typ ist so nervig. Ja. Es nerven ständig welche. Also mein... Irgendwie leckt die Übertragung jetzt. Ach nö. Was muss ich da hören, Professor Ebbe? Wir haben keine Wahl. Jetzt rücken Sie mich schon mit Ihren Forschungsergebnissen. Verlauf versteht sich. Ja, für Fehlverhalten müssten Sie sonst leider diese Person hier gerade stehen. Und das will doch keiner, oder? Ja, das da oben ist Team Galaktik. Die neuen Bösen, nicht wahr? Die neuen Bösen. Es ist... Es ist jedes Mal das Gleiche. Oh Mann, wie schön dich zu sehen. Wie geht's dem Pokédex? Oh, was sehe ich denn da? Der Orden von Arena von Erzeling, bla bla. Okay, der ist ein S-Pokémon gerade erst gegeben, was jemand als Trainer scheint wie für dich gemacht. Professor, alle Pokémon machen sie uns... Professor aller Pokémon. Ich bin zu blöd zum Lesen. Machen Sie es uns doch nicht so schwer. Liegt ums Geschäft, verstehen Sie das? Unsere Arbeit sonst nichts. Was ich damit sagen will, gehen Sie auf unsere Forderungen ein. Boah, Pokémon braucht keine Story, also haltet die Fresse. Ruhe alle miteinander, wieso muss ich mich mit euch nur abgeben? Bla bla bla. Man lungert nicht einfach so an öffentlichen Plätzen herum. Zweitens unterbrecht andere nicht mitten im Gespräch. Drittens, wenn etwas nicht nach Plan läuft, führt man nicht gleich frech. Viertens, nur weil ihr in der Gruppe seid ihr nicht die Stärkeren. Und fünftens hat er dafür absurde Anzüge an, geschmacklos. Hey, und sowas nennt sich Erwachsen. Das ist... Kinder, was bloß in solchen peinlichen Exemplaren heran. Wie übel er drauf ist. Natürlich muss er unter die Gürtellinie gehen. Jetzt wird es einer geschäftlichen Angelegenheit eine persönliche. Wir fühlen uns gezwungen, unsere Kompetenz unter Beweis zu stellen. Sie werden das noch bereuen, Team Galaktik beleidigt zu haben. Ja, komm, wir hauen jetzt ihn auf die Fresse. Boah, wir dürfen mit Lucia zusammenkämpfen. Bin ich fröhlich. Boah, es leckt rum wie Hölle. Ja, wir dürfen mit Lucia zusammen unseren ersten Doppelkampf machen in diesem LP. Wow, ist das toll. Wow, oh nein, ich hasse Charmian. Warum? Charmian, das ist so ein Mistvieh. Einmal Ladevorgang. Ach, ich liebe diese Attacke. Wenigstens ist der Team Galactic Battles Theme gut. Ja, das ist wahr. Die Musik ist besser geworden. Wow. Warum sind unsere die befreundeten Zipus nicht immer 10-mal besser als die gegnerischen? Friss Funkensprung. Quatsch. Und tschüss. Oh, hab ich es vernichtet? Es tut mir aber leid. Ja, natürlich kannst Komm, du heute. Komm, es macht dir auch Spaß. Was denn? Ich bin nicht sadistisch oder so. Pokémon töten. Ja, natürlich. Dazu sage ich mal nichts. So. Dazu sage ich absolut nichts. Oh, und Ross ist Level 16. Sehr schön. Galaktik und Galaktik-Drüppel wurden vernichtet. Wie ist dieser Wahnsinn möglich? Wir unterliegen zwei Kindern. Was wird zur nächsten Zeit zum Rückzug? Heul die Susan. Boah. Das heißt, jetzt ziehen wir uns zurück. Bla bla bla. Team Galaktik.
bla bla bla. Oh, jetzt kommt der alte Mann schon wieder. So eine Bande, Team Galactica. Bei mir leckt's total. Mir leckt's auch wegen dir. Wenn Pokémon sich entwickeln, wird eine bestimmte Energie freigesetzt. Bla 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 bla. Boah, wen duckt das denn? Hättest du es nicht machen müssen. Ich fass mal kurz zusammen, was der alte Sack da sagt. Es geht um die Entwicklung von Pokémon. Da gibt's irgendwie so eine mystische Kraft und die wollen die haben. Was eigentlich gar nicht stimmt, aber egal. Ich könnte jetzt auch ganz fett spoilern und sagen, was die wollen, aber nö, lieber nicht. Boah. Spoilern mag keiner. Ja. Ja, oh, Alter, halt doch mal die Fresse, du alter Sack. Ey, ich will mir das nicht anhören und der labert und labert und labert. Oh, danke. Hallo? Jetzt müsste der Spruch kommen, hab Respekt vor dem Alter. Hallo? Wie viele kommen denn noch? Kommt gleich Professor Eichel oder was? Oh. Hör mal, das ist klasse. Wirklich sehr gut. Du musst das jetzt direkt wieder ins Sexistische ziehen, ne? Das ist nicht sexistisch. Eichel schon. Nein. Deswegen sagst du es ja. Hat alles was mit Baum zu tun. Ich habe ja etwas für dich. Eine Belohnung, dass ich mir diesen Wahnsinnskampf ansehen durfte, Modek. Boah, das ist wahrscheinlich nutzloseste Item im ganzen Spiel. Und der Kampffahnder, aber egal. Hinreißende Accessoires und geschmackvolle Kulissen stattet der Pokémon mit den Accessoires aus und sieht an, wie seine Ausstrahlung steigt. Der Fernsehsender stellt seine Räumlichkeiten zur Verfügung, sodass Besucher dort ihre Pokémon ausstatten können. Wow, ist das mir scheißegal. Das ist wie das Wettbewerb. Scheiße, im Rubin noch, aber nur anders. So, wir stellen mal... Der Kampffahnder ist gar nicht so schlecht. Ich hab den nie benutzt. Wenn du kein Geld mehr hast, ist das ja gut. Ich bin aber nicht so ein armer Schlucker. Manchmal. So, wir können uns da vorbeischleichen. Hey du, was machst du denn da? In der Höhle wird der Weg durch Felsen blockiert. Oh, da konnten wir vorher natürlich nicht durch, deswegen konnten wir auch nur nach rechts, nach rechts, links, aber diesmal. Nehmen wir das Item hier mit. Trink! Nach oben können wir nicht, dann brauchen wir, glaube ich, Stärke. Wow, ein Anton. Ein Anton. So nutzlos. Das allererste Pokémon, was ich auf Level 100 hatte, das war ein Entoron. Entoron ist cool, aber Entoron ist kacke. Ja. Man muss ja später noch Entons helfen, das ist ja gerade das Üble. Zertrümmerer! Ja. Eine Frage, wie will dieses Bee die Zahn den Felsen zertrümmern? So, wir sind jetzt auf Route 204. Und natürlich sieht ihr uns, was auch sonst. Hallo, ich habe Augen von über 5 Kilometern Sichtweite. Oh, super. Ja, super, ne Flori. Aroma-Lady. Das ist immer so. Das ist eine Parfümverkäuferin. Vielleicht hast du dich an deinem Geruch erkannt. Sie sieht nicht sehr richtig. Im ganzen Spiel sind wir nicht ein einziges Mal auf Klo, wir duschen kein einziges Mal und rennen wie die Irren. Das heißt, wir müssten schwitzen wie Sau. Boah, ein Kikugi, das nächste langweilige Anfangs-Pokémon. Yeah. Tot. Ach nein, Pokémon sterben ja nicht, habe ich ganz vergessen. Ja, sie gehen nur K.O. Ja. Wie gesagt... Keiler wird irgendwann... Und trotzdem gibt es den Turm der Ruhenden. Ja. Was natürlich total logisch ist. Pokémon können ja nur eine alte Schwäche sterben. Nee, aber Andrew wird mal eine Pokémon ab 18 Edition programmieren. Und das ist dann das Pokémon, wenn es einmal besiegt ist, ist tot. Na toll. Dann lass immer wieder von vorne anfangen, wenn deine eigenen Pokémon besiegt sind. Ja. Lass mich dir meine Käfer-Pokémon... Was glaubst du, wie Heiko sein Traster trainiert hat? Das kam am Anfang nur irgendwie Silberblick oder so eine Scheiße. Und der hat bis Malvenfro City kein anderes Pokémon. Boah. Los, Hina, Schnabel. Super. Ja. Wow, Fadenschuss, wie relevant. Oh. Machst du eigentlich die Animation aus, wenn du trainierst? Nein. Warum nicht? Ey, dieser Vollpfosten... Weil,
Dieser Pierre macht auch nicht A und du auch nicht, hallo? Frau Hina, du hast dein Level ab. Das ist kein Training. Dann ist das völliger Schwachsinn, den man begeht. Nein. Du sparst dir einfach Zeit. Okay. Zerpulse, was am noch? Am Ende kommt es aufs selbe raus. Wow. Außerdem sind manche Attacken ziemlich schön. Punkt. Ja, zum Beispiel Lichtkanonen oder sowas. Würde das Zerpulse überleben, würde es extrem viel Schaden machen. Wird's aber nicht. Bam. Ach, Käfer-Pokémon, wie wunderbar nutzlos. Tschüssi. So, wir haben Matthias. Matthias. Wenn er den Part sieht, würde er sagen: Du wirst mich nie besiegen. Aber egal. Ja, passt schon. Rose bleibt vorne. Mit. Oh, toll, Zwillinge. Oh, das ist immer das Schöne. Wenn die Ryo, das heißt, und Kyo. Wenn die Ryo und Kyo heißen, dann würde ich lachen. Kann man sich nur so drecksekelhaft kleiden, ganz ehrlich. Warte, kann Pachirisa... Das schon mal, es können viele. Kann Pachirisa auf diesem Level schon eine Elektroattacke? Metallklaue auf das erste und Tackle auch auf das erste, okay. Ja, super, das erste setzt, das zweite setzt Geduld ein. Das andere Ruckzuck hier. Das werde ich dann mal als Volltreffer. Pachirisa. Das dümmste Pokémon ever. Also eins der dümmsten. Pachirisa in Shiny ist so lächerlich. Ja. Sehr schön, Angriff von Hina steigt. Oh, Hina, du bist echt stärker geworden. Ladevorgang. Das ist so... lame? Ja. Ich weiß. Wenn ich jetzt frage, warum ich nicht angreife, das ist ganz einfach. Wenn ich Pachirisa jetzt angreife, dann macht es sogar Schaden und das kann nicht sein. Das darf ich nicht zulassen. So, nach diesem Kampf dürfen wir gleich mal den Part beenden. Hina? Hallo! Ja. Ja, macht aus. Ich bin da! Du, red mal ein bisschen hier. Du musst den Leuten ja was bieten. Ach, ich glaube, du quasselst genug für alle Welt. Ach, ich laber nicht genug. Komm. Du musst wissen, Hina ist auch eine Pokémon-Süchtige. Ja, irgendwie schon seit kurzem wieder. Und sie versucht, Pokémon zu züchten, was ihr aber nicht so ganz gelingt, wie ich gestern unfreiwillig entschieden habe. Doch, ich hab's hingekriegt. Und du mir auch gestern das Ganze geweiht. Doch, ich hab immer das richtige Geschlecht bekommen. Du hast gestern aber rumgeheult wie so eine Irre. Was kann ich dafür, wenn Slimer nur, zwei Bonus-Ei-Attacken bekommt? Tja. So, wir sind jetzt in Flori, der Stadt der... Ich hasse es, aber... Wir sind jetzt in Flori, Stadt der Blumen und des Windes. Super, oder? Ich hasse diese Blumen. Ich bin zwar eine Frau, aber ich hasse diese Blumen. Das ist keine Frau übrigens, das ist ein Mädchen. Außerdem bist du ein Plipprin. Wer, also. Ich? Nee, weißt du, ich rede mit dem Plipprin. Oh. Ja, wir sind von Team Galactic und bla bla bla. Bla 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 bla. Bla bla. Oh. Käfer- und Pflanzen-Pokémon sind gar nicht gruselig. Käfer-Pokémon sind nur nutzlos. Hallo. Ja. Oh. Ist wirklich so. Slack drum, das ist der Hammer. Im nächsten Part werde ich das mal beheben, Leute. Keine Angst. Was will die denn? Hilf mir, Trainer, bitte, ich möchte meinen Papa. Was denkst du denn? Mein Papa und ich leben im Windkraftwerk. Plötzlich kamen so Leute, die angezogen waren wie Raumfahrer. Ich habe mich aus dem Kraftwerk gescheucht und zwinge meinen Papa, irgendwas zu tun. Bitte, Trainer, ich will zu meinem Papa. Ich finde es immer lustig, dass sie denken, dass jedes kleine Mädchen eine Schleife trägt. Na klar, das ist Verallgemeinerung. So, ich werde erstmal den Part beenden. Wir werden im nächsten Part das Kraftwerk machen und so weiter. Naja, also bis zum nächsten Part, Leute. Tschüssi.